Was ist denn? Die Zeiten sind schwer. Die große Feuersbrunst vom letzten Jahr hat uns an den Rand des Ruins gebracht. Die Ratsherren unserer Stadt haben deshalb einen Teil unserer Privilegien dem König verkauft. Der Winter steht vor der Tür. Das Geld sollte uns helfen, die größte Not zu lindern. Gut. Aber er hat uns nicht rufen lassen, um uns das zu sagen. Ich muss euch ein Geheimnis anvertrauen, das nur der Bürgermeister und der Stadtkämmerer mit mir teilen. Heute Schlag 4 sollte eine Extrapost mit dem Gelde hier sein. Es ist niemand gekommen. Sie wird wohl morgen kommen. Die Kutsche ist gefunden. 3 Meilen von hier ist sie überfallen und ausgeraubt worden. Wir sind übel dran, lieber Freund. Und mit den 2 Trotteln, die ich noch unter meinem Befehl habe. Der eine behauptet, er habe alles gesehen. Und es sei ein Mann mit einer großen Feder am Hut gewesen. Er spricht von uns. Das kann doch nie wahr sein. Doch. Ach, er. Ja, ich. Und was tut ihr hier? Ich fange Fliegen. Und was machst du damit? Gebe ich ihm. Und er? Er angelt. Fische. Ach so. Na, kommt mal mit. Nun gut, macht euch keine Sorgen. Wir werden sehen, was sich tun lässt. Bitte? Na? Haben gehorcht. Ein Fall für uns. Hier muss es gewesen sein. Da! Da! Die Feder! Was denn für eine Feder? Der Hut! Der Kerl! Einer von den Räubern! Oh. Stille! Jetzt werden wir ihm einen Besuch abstatten. Aber der ist doch gar nicht zu Hause. Dumm.
Das ist ja ein richtiger Papagei. Weg, 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 weg. Nimm. Das ist dein Sold? Ja. Das ist mein Sold? Ja. Und das ist die Prämie für die Wachsamkeit? So, und jetzt zum Stadtkämmerer. No. Oh, da hatte ich mal einen, der hat mir einmal zu mir gesagt. Moment, Moment. Habt ihr schon was rausgefunden? Nein, nicht die Bohne. Ja, nicht einmal die Bohne. Und wer ist eurer Meinung nach der Täter? Der am meisten verdächtig ist. Sehr richtig, sehr richtig. Aber wer am meisten verdächtig ist, ist nie der Täter. Ich habe leider keine Zeit. Ich muss jetzt gehen. Möglich ist alles. Aha. Nun? Nichts. Man müsste wissen, wer gestern Nachmittag die Stadt verlassen hat. Nur der Kämmerer. Mit einem Pferd von der Firma, alles für den Reiter. Was? Er hat ihm noch kein eigenes. Also sowas von verdächtig wie der ist zum Lachen. Wenn man nicht genau wüsste, dass der Hauptverdächtige immer harmlos wie ein Säugling ist. Und woher weiß man das? Du vergisst, dass ich lese. Du wirst noch mal eine eigene Krimiserie beim Fernsehen kriegen. Wo? Das ist so eine Röhre, da guckst du hinein und da können dich alle Leute sehen, die was von dir wollen. Ich hoffe. Du hast hier im Zimmer nicht irgendwo so ein Rohr aufgestellt? Nein. Außerdem braucht man dazu noch eine Mattscheibe. Ist doch noch fast voll. Was murmelst du da? Ich meine bloß wegen der Mattscheibe. Du meinst also? Ich meine gar nicht. Eben, wäre ja auch gegen jede Theorie. Los jetzt! Ich denke nicht daran, länger zu warten. Her mit unserem Anteil. Und ich sage dir, es ist noch zu früh. Mit halben Sachen gebe ich mich nicht ab. Morgen geht die Extrapost nach Neuendorf. Die holen wir uns noch. Da kommen zwei Trottel, die dich nicht bei mir sehen müssen. Schnell, da hinein. Na los doch. Na los. Was ist? Halten zu Gnaden, euer Gnaden. Komm, komm, komm. Wir haben sie wieder. Was habt ihr wieder? Die Kassette. Ja. Was? Es war ganz einfach. Er hat alles mit angesehen. Es waren 6 Reiter. 2. 5. 2. Aber einer von ihnen hatte eine lange Feder am Hut. Ja. Die Kutsche kam. Sie ritten hinterher. Umzingelten sie. Boing.
da. Oh, na und? Und heute haben wir ihn wiedergesehen. Ja. So, ihr habt ihn wiedergesehen. Ja. Oh. Oh je. Und da ist sie wieder. Da. Ja? Ihr seid ja... Ihr seid ja... Tausend Sasser seid ihr ja. Es waren doch zwei. Ja, und der andere. Habt ihr denn noch keinen Verdacht? Doch, euer Gnaden. Euer Gnaden. Aber wer am meisten verdächtig ist... Ist die... Der Täter. Da habt ihr. Oh. Aber eins bitte ich mir aus. Mund halten. Hm. Sonst kriegen wir den anderen nie. Nie? Ihr wartet vor der Tür. Ja. Komm. Moment. Grüß Gott. So. Tölpel. Und dazu habe ich dich vor der Galeere bewahrt. Eitler Pfand. Galgenstrick. Es ist aus mit den Federn. Schweigen, sonst kriegen wir ihn nie. Richtig. Gehen wir. Wohin? Ins Gefängnis, du Trottel. Aha. Na los, vorwärts. Los, komm, vorwärts. Oh, heilige Einfalt. Also, das hätte ich von den beiden nicht gedacht. Ich wäre gar zu gern eurem Kämmerer einmal begegnet. Er ist soeben fort, dem Rate zu berichten, was vorgefallen ist. Zwei richtige Gauner in der Uniform der Stadt waren. Nein. Nun bin ich ganz allein. Wie soll ich für die Sicherheit der Tore bürgen? Aber ich hätte zu gerne gewusst, wo sich die Kassette jetzt befindet. Hm? Du wolltest doch wissen, wo die Kassette ist. Ja, ja. Na? Fort, wir sagen nichts. Wir sind anständige Leute. Man hat uns beleidigt. So? Und die Sache mit dem Nachtmörder? Stehen bleiben. Stehen bleiben. Da wird gefochten. Der Mensch kann sich ändern. Ja, ja, wir glauben euch. Aber die Diebe sollen denken, dass wir ahnungslos sind und euch für die Täter halten. Deshalb müsst ihr noch eine Weile... Ja, wenn das so ist, wenn der Fall in unseren Händen bleibt. Da, das habe ich gefunden. Wo? Am Ort des Überfalls. Aha. Wie willst du hier ein paar Stiefel finden? Bei denen ein Absatz und die Sporen fehlen. Sollen sie uns vielleicht auf den Bauch legen? Solche Stiefel trägt man nicht an den Füßen, man trägt sie zum Schuster. Vielleicht sind sie schon bei einem, aber vielleicht haben wir auch Glück. Das wäre ein Zufall. Das wäre sogar mehr als ein Zufall. Eine Unglaubwürdigkeit. Sieh mal, deine Unglaubwürdigkeit. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Einer von uns beiden wird jetzt da hinuntergehen und mit dem Manne? Ein bisschen heben, ich gehe schon. Aber er darf nichts merken. Hm.
Geschenk ein. Aber sei vorsichtig. Hm. Mir auch. Jawohl, ihm auch. Ja. Hey! Her mit dem Zeug! Miau! Prost! Prost! Sag mal, wem gehören denn die wunderschönen. Anisette, 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 Anisette. Yeah. Sag mal. Hast du recht. Pomeranzen. 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 Sag mal, wem gehören denn eigentlich? Die Stiefel! Lieber nicht sprechen, ein bisschen Alkohol wäre gelacht. Ja, ja. Brav, bisschen feines hier, ein Ochse. Die Stiefel? Die Stiefel gehören dem Kämmerer. Streng genommen ist das ja alles gar nicht passiert. Logisch gesehen, nein. Erstens ist es unüblich, die Stadtwache einzubuchen. Und zweitens, wenn sie schon eingebuchtet ist, dann müssten sie ja auch drin bleiben. Das verlangt einfach ihr Pflichtbewusstsein. Und drittens, wenn wir schon ausgebrochen sind, müssten wir uns ja selber wieder einbuchten. Doch, das begreife ich erkannt. Das macht die Logik. Die macht das so schwierig. Aha. Hm. Ja. So, ich hab ihm was zu sagen, Herr Stadthauptmann. Stümper. Hm? Hat er wirklich geglaubt, er könne mich fangen? Es muss ihm ganz entgangen sein, dass heute die Extrapost für Neuendorf passiert. Extrapost? Die holen wir uns noch. Ich kann mich nicht entsinnen. Ich vergesse. Die beiden Strauchdiebe in seinem Kerker sind ganz ehrenhafte Trottel. Oh. Oh, los, kommt, Leute. Bube?
Der ist hin. Komm. Wetten, dass mein Stiefelknecht auch dabei ist? Ja, glaubst du, der ist inzwischen ins Kloster gegangen? Was? Wie denn? Tja. Warte. Da sind sie. Bist du allein fertig? Selbstredend. Ich schau mal nach, wo die beiden Haupthähne sind. Aber bring mir den Hut mit. So, dann kommt mal ran. Ja. Ja. Und zwei, drei, vier. So. Ja. Nun, ja. Brav. Na? Hm? Ich kann mich nicht. Entsinnig. Kümmel. Kümmel. Oh! Ich halt! Nicht von vorn! Umgehen. Hm? Aha. Knü. Da. Stimmt's. Halt! Hörst du? Da wird gefochten. Ich bin noch nicht da. Mir nach. Los! Vorwärts, ja. Vorwärts. Na? Hopp. Na, Tempo, Tempo. Na? Hoch! Hopp. Hoch, vorwärts. Gut. Halt, halt, aufhören! Im Namen des Gesetzes! Ihr seid gerettet! Schon gut. Wollt ihr so gefährlich sein und die Gefangenen in die Stadt bringen? Ob ich? Ob er? Ja, wollt ihr denn nicht selber? Wir haben in Neuendorf zu tun. Als dann? Als dann! Anisette. Aha. No. Anisette? Tatsächlich. Was habe ich dir gesagt? Ein Fall für uns. Mm.
Thank you.